Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern. Inshallah geht es euch allen gut. Schön, dass ihr dabei seid. Erinnert die anderen und ladet sie ein, damit sie an diesem Unterricht teilnehmen und davon profitieren, inshallah. Beginnen wir mit dem Namen Gottes, des Erbarmers, des Gnädigen und loben Allah und bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und dass Muhammad der Gesandte von Allah ist. As-Salatu und As-Salamu für ihn und für alle anderen Propheten, die alle Muslime sind und zum Islam gerufen haben. So dann fasst bitte alle die aufrichtige Absicht für Allah, den Erhabenen. Wenn man jemanden von uns fragen würde, was hast du seit deiner Geburt gegessen? Dann würde er eine Menge aufzählen. Unser geehrter Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, aß wenig. Und die Speisen, die er aß, waren auch wenig. Also er hat wenig gegessen, ohne sich zu schaden. Und die Speisen, die er zu sich genommen hat, waren auch wenige. Unser geehrter Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kritisierte nie die Nahrung, die ihm serviert wurde. Wenn die Nahrung ihm gefiel, aß er sie. Und wenn nicht, aß er sie nicht, jedoch ohne sie zu kritisieren. Nicht wie manche Kinder oder manche Ehemänner. Der schiebt den Tisch weg oder wirft die Teller auf den Boden und kritisiert und sagt zu wenig Salz, zu wenig Gewürze und schreit rum. Manchmal schlägt er seine Frau. Sowas ist Haram. Sowas ist Haram. Sowas gehört nicht zu der Gewohnheit des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Unser geehrter Prophet Muhammad, alaihi salatu wasallam, aß wenig und mochte, dass auch die anderen Gläubigen wenig essen. Unser geehrter Prophet Muhammad, alaihi salatu wasallam, sagte, bihasb ibn Adam luqaymat yuqimna sulbah. Das bedeutet, dass ein paar Happen, 9 oder 10 oder 11 Happen, für den Menschen ausreichend sind, also ausreichen würden, um seinen Körper zu stärken, wodurch er seinen Körper aufrechterhält. Damit schadet man sich nicht. Der Prophet hat nahegelegt, dass man wenig isst, ohne sich damit zu schaden, sondern sich damit zu begnügen, mit der Menge zu begnügen, wodurch der Körper aufrecht bestehen bleibt. Unser geehrter Prophet Muhammad alaihi salatu wassalam aß, aber er aß nicht viel. Unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam achtete auf die Kraft und Gesundheit seines Körpers und ging den Gründen nach, die ihm dabei halfen. Also der Prophet hat wenig gegessen, aber nicht so wenig, dass er keine Kraft mehr hatte für den Aufruf und dass er sich damit krank gemacht hätte. Nein, der Prophet alaihi salatu wassalam hat nur die Menge Nahrung zu sich genommen, wodurch er Kraft hatte und sein Körper gesund blieb, um dem Aufruf und den Ibadat, den religiösen Handlungen auch nachzugehen. Das Herz unseres geehrten Propheten Muhammad alaihi salatu wassalam hing nicht an den Gelüsten dieser Welt. Häng nicht an diesen Malazat und Gelüste und dieser Sache nachgehen und regelmäßig die Speise zu sich nehmen. Nein, der Prophet alaihi salatu wassalam hatte ein Herz, das gefüllt war mit der Freude zu den religiösen Handlungen. Das Herz unseres geehrten Propheten Muhammad alaihi salatu wassalam hing an den religiösen Handlungen, am Gehorsam Gott gegenüber, an der Dankbarkeit Gott gegenüber. Er nahm nie so viel Weizenbrot zu sich, dass er dadurch satt wurde. So war der Prophet Muhammad, alaihi salatu wassalam. Er nahm nie so viel Weizenbrot zu sich, dass er dadurch satt wurde, wobei er so gütig war wie jemand, der nicht fürchtete, dadurch zu verarmen und arm zu werden. Er hat gegeben, er hat gespendet wie jemand, der die Armut nicht fürchtete. Der Gefährte Umar ibn al-Khattab, möge Allah ihm gnädig sein, kam eines Tages zum geehrten Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
als der Prophet auf einem Strohteppich lag und der Teppich Abdrücke auf der Haut des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinterließ. Umar konnte diesen Anblick nicht ertragen und weinte. Stell dir vor, du hättest den Propheten so gesehen. Der Prophet liegt auf einem Strohteppich und dieser Strohteppich hat Abdrücke auf der Haut des Propheten hinterlassen. Umar konnte das nicht ertragen, konnte diesen Anblick nicht ertragen und weinte. Wie könnte er auch nicht weinen? Wo er doch sah, dass der Teppich Abdrücke auf der Haut des besten Propheten hinterließ. Daraufhin sagte er, dass es ihn traurig macht, dass einige nichtgläubige Herrscher waren, nichtgläubige sind Herrscher, während der Prophet Muhammad a.s. auf einem Strohteppich lag. Das hat ihn traurig gemacht und das hat ihn weinen lassen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ Das bedeutet, sie haben weltliche Gaben erhalten, während wir im Jenseits die Belohnung erhalten werden. So ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ist derjenige, der den höchsten Rang bei Allah hat, der ein Asket auf der Welt war und im Jenseits die Belohnung erhalten wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aß zweimal am Tag. Aber er aß sich nie zweimal am Tag satt. Er aß zweimal, aber er aß sich niemals an den beiden Malen satt. Wenn er bei der ersten Mahlzeit satt wurde, wurde er bei der zweiten Mahlzeit nicht satt. Und wenn er bei der ersten Mahlzeit nicht satt wurde, wurde er bei der zweiten Mahlzeit satt. Er wurde satt, aber ohne übermäßig satt zu werden und ohne sich, ohne Völlegefühl. Also ohne, nicht so wie wir, wenn wir satt werden. Nein, wenn wir satt werden, wir sind satt und dann erst geht's richtig los bei einigen. Nicht so. Der Prophet alaihi salatu wassalam, er wurde satt, aber ohne übermäßig satt zu werden und ohne dieses volle Gefühl. Als Aisha, möge Allah ihr gnädig sein, nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam satt wurde, weinte sie. Als sie satt wurde, weinte sie, weil sie sich daran erinnert hat, in welchem asketischen Zustand der Prophet Muhammad alaihi salatu wasallam diese Welt verlassen hatte. Allahu Akbar. Sie hat sich an diese Zeit erinnert. Unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aß wenig. Die Araber aßen zu jener Zeit zweimal am Tag. Einmal zu Beginn des Tages, das wird Ghada genannt. Wir nennen das Tarwiqa. Das heißt aber im Hocharabischen Ghada. Und einmal gegen Ende des Tages, und das nennt man Asha. Unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mochte einige Speisen. Er mochte den Kürbis und aß ihn. Aber das bedeutet nicht, dass das Herz des Propheten daran hing und dass er ständig Kürbis aß und dass er danach fragte und nur das aß. Nein. Es bedeutet, dass er ihn aß, wenn er ihm serviert wurde und dass er ihn mochte. Einmal aß Anas ibn Malik, möge Allah ihm gnädig sein, mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und suchte den Kürbis für den Prophet Muhammad heraus, weil er wusste, dass der Prophet Muhammad den Kürbis gerne aß. Anas ibn Malik, ihr wisst es, es ist der Diener des Propheten Muhammad alaihi salatu wasallam, aß nach dem Tod des Propheten Muhammad oft den Kürbis. Er aß oft Kürbis, weil dies seine Liebe zu seinem Lehrer und Prophet Muhammad stärkte. Einmal lud ein Schneider unseren geehrten Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Essen ein, das der Schneider selbst zubereitete. Damals waren die Schneider bei den Menschen nicht angesehen. Anas ging mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu diesem Schneider. Der Schneider servierte ihnen Gerstenbrot, Soße mit Kürbis und getrocknetes, gesalzenes Fleisch.
Anas erzählte, dass der Prophet Muhammad alaihi salatu wassalam den Kürbis herausgesucht hat. Also Anas ibn Malik erzählte, dass er den Propheten sah, wie er den Kürbis suchte und ihn zu sich nahm. Er sagte, seit dem Tag an esse ich sehr gerne Kürbis. Subhanallah al-Azim. Jemand besuchte einmal den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sah, dass der Kürbis in kleinen Stücken geschnitten war beim Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er fragte, warum sie ihn klein schneiden und was der Nutzen davon ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lehrte ihm, dass sie die Nahrung damit vermehren. Also damit vermehrt man die Nahrung mit dem klein geschnittenen Kürbis. Unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mochte auch die Lammschulter. Das bedeutet nicht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam daran hing, dass das Herz des Prophet Muhammad daran hing und dass er ständig Lammschulter aß und danach fragte und nur das aß. Nein. Aber es bedeutet, dass er sie aß, wenn sie ihm serviert wurde und dass er sie mochte. Eine ungläubige Frau lud den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal zum Essen ein und wusste, dass der Prophet Muhammad alaihi salatu wasallam gerne die Lammschulter aß und servierte ihm eine vergiftete Lammschulter, von der der Prophet aß. Und nachdem er davon gegessen hat, sprach diese vergiftete Lammschulter zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und berichtete ihm, dass sie vergiftet ist. Das war ein extremes Gift, was auf der Stelle tötet. Der Prophet starb nicht auf der Stelle, aber der Gefährte, der mit dem Prophet Muhammad aß, starb auf der Stelle. Es wurde überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beim Essen zu einem Mann sagte, Nawilni zira', gib mir eine Lammschulter. Der Mann gab dem Prophet Muhammad die Lammschulter. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm wieder, Nawilni zira', gib mir eine Lammschulter. Der Mann gab dem Prophet Muhammad eine weitere Lammschulter. Dann sagte der Prophet zu ihm, Nawilni zira', gib mir eine weitere Lammschulter. Dann fragte der Mann den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie viele Schultern hat denn ein Lamm, ja Rasulallah? Das bedeutet, dass ein Schaf oder ein Lamm zwei Schultern hat und er ihm bereits zwei Schultern gegeben hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, لو سكت لناولتني ما طلبت. Das bedeutet, wenn du geschwiegen hättest, hättest du mir noch eine gegeben und immer eine gefunden, wenn ich danach gebeten hätte. Du hättest immer wieder eine vorgefunden, wenn ich dich danach gefragt hätte und du geschwiegen hättest und mir sie gegeben hättest. Das bedeutet, schaut mal, das ist ein Wunder des Propheten Muhammad alaihi salatu wassalam, dass immer wenn er nach einer Schafs- oder Lammschulter bittet, dieser Mann immer eine vorgefunden hätte, obwohl sie nur zwei zubereitet haben. Das bedeutet auch, liebe Brüder und Schwestern, dass dem Menschen gute Dinge entgehen, wenn er bestimmte Fragen stellt. Also manchmal führen bestimmte Fragen dazu, dass einem Gutes entgeht. Das war ein Wunder des Propheten Muhammad alaihi salatu wassalam, dass der Mann immer wieder eine Lammschulter gefunden hätte, wenn er geschwiegen und diese Frage nicht gestellt hätte. Subhanallah, es wurde auch überliefert, dass Aisha, Gottes Wohlgefallen sei auf ihr, als unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, etwas Gerste in ihrem Regal hatte. Nach dem Tod des geehrten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aß sie noch lange Zeit davon. Sie aß davon und jedes Mal blieb etwas übrig. Und das eine lange Zeit lang. Eines Tages wollte sie es wiegen. Wollte sie diese Gerstenmenge wiegen, die sie
von der sie gegessen hat und wovon immer etwas übrig blieb, und am nächsten Tag davon gegessen hat und wovon etwas übrig blieb und so weiter. Und das eine lange Zeit lang. Eines Tages wollte sie das wiegen, wollte sie diese Gerstenmenge wiegen, um zu wissen, wie viel es noch war, wie viel es überhaupt war. Als sie das gewogen hat, nahm die Gerstenmenge ab, bis nichts mehr davon übrig geblieben ist. Subhanallah. Allahu alam, ob sie, hätte sie das nicht gewogen, dann hätte sie immer wieder diese Gerstenmenge gehabt, wovon sie gegessen hat und wovon etwas übrig geblieben ist. Unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aß sowohl Hühnerfleisch als auch Krabbenfleisch. Also das nennt man Hubara, Lahmul Hubara. Eine Trappe hat eine graue Farbe und einen langen Hals und ähnelt einem Schwan. Einmal lud Abu Musa al-Ash'ari, einer der Gefährten des geehrten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Leute zum Essen ein und servierte ihnen Hühnerfleisch. Einer der Anwesenden schob das Essen beiseite. Er wurde gefragt, warum er das getan hat. Er sagte, ich sah, wie das Huhn, das serviert wurde, etwas Ekelhaftes gegessen hat. Also etwas Ekelhaftes zu sich genommen hat. Und dann habe ich mir geschworen, kein Hühnerfleisch mehr zu essen. Abu Musa al-Ash'ari sagte zu ihm, Udnu, komm näher. فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجِ. Ich habe den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahrlich gesehen, wie er Hühnerfleisch gegessen hat. Ein Huhn ist essbar, auch wenn es etwas Ekelhaftes gefressen haben sollte, solange es islamisch rechtlich geschlachtet wird. Also der Prophet aß Trappenfleisch und Hühnerfleisch. Unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mochte das süße, kalte Getränk. Also das Getränk, was süß und kalt war. Aisha, möge Allah ihr gnädig sein, sagte: "Kana ahabbu ash-sharabi ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al-hulwa al-barid." Das bedeutet, das Lieblingsgetränk des geehrten Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam war das süße, kühle Getränk. Also das Getränk, was süß und kühl war. Der Prophet a.s.w. trank Wasser, in dem Honig aufgelöst war. Das sollten wir auch machen, wenn wir krank sind. Möge Allah uns bewahren. Aber wenn wir mal krank werden, erkältet sind oder Corona haben. Jetzt wird ja Corona in Verbindung gebracht mit Grippe oder Erkältung. Wenn wir das mal haben sollten, dann sollten wir das auch machen. Eine Wasser nehmen und darin Honig auflösen und zu uns nehmen. Das hat der Prophet auch gemacht. Der Prophet a.s. nahm gerne Honig und Datteln zu sich. Diese zwei Dinge sollten wir nicht vernachlässigen. Und auch Schwarzkümmelöl. Das ist sehr, 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 sehr segensreich. Unser geehrter Prophet Muhammad a.s. hat, wie gesagt, nicht sehr viel gegessen. Er hat auch nie so viel Brot gegessen, dass er davon satt wurde. Und er hat auch kein dünnes Fladenbrot gegessen, wie wir es heute essen. Dieses dünne Fladenbrot aus Weizen, das hat der Prophet nicht zu sich genommen. Das Brot, das er aß, war aus Gerste, Sha'ir, und ist bei den Menschen nicht so beliebt wie Weizenbrot. In der Regel, was wir essen, ist Weizenbrot. Aber der Prophet a.s. aß Gerstenbrot und keine dünnen Fladenbrote, sondern etwas, was wir so nicht essen würden. Nicht, weil es ekelhaft oder unrein wäre, sondern wir haben uns zu sehr an Luxus gewöhnt. Und unsere Kinder auch. Und wenn unsere Kinder mal wenig zu essen haben, dann wissen sie damit nicht umzugehen. Und sie meckern und schreien und sind nicht damit zufrieden. Warum? Weil wir sie an den Luxus gewöhnt haben.
Die Angehörigen des Propheten Muhammad haben nie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen so viel Gerstenbrot gegessen, dass sie satt geworden wären. Sie hatten auch nur so viel Gerstenbrot, dass nie etwas davon übrig geblieben ist. Ja, stell dir vor, die Angehörigen des Propheten Muhammad haben nie zwei aufeinanderfolgende Tage so viel Gerstenbrot zu sich genommen, dass sie dadurch satt geworden wären. Und sie hatten immer nur so viel Gerstenbrot, dass nie etwas davon übrig geblieben ist. Es gab Nächte, in denen der Prophet und seine Verwandten, seine Angehörigen, hungrig blieben, weil sie am Abend nichts zu essen fanden. Oft war ihr Brot Gerstenbrot, das heute kaum noch gegessen wird. Manchmal haben sie 2-3 Monate nur Wasser und Datteln zu sich genommen. Und in dieser Zeit gab es kein Feuer beim Propheten zu Hause, was für das Kochen entfacht worden wäre. Wenn er Gerstenbrot aß, aß er immer, wie gesagt, so, dass er dadurch nicht satt wurde. Und das gilt auch für seine Angehörigen. Wenn der Prophet Muhammad a.s. Gerstenbrot aß, aß er Ida mit dem Brot. Das, was mit dem Brot gegessen wird, wird Idam genannt. Wie nennt man das? Das nennt man Idam. Manchmal rasi, wir nehmen Brot und dann Labne, Jibne und so weiter. Das nennt man Idam, das, was mit dem Brot gegessen wird, das nennt man Idam. In der Regel isst man Brot nicht alleine. Stell dir vor, du sagst deinem Kind, hier ein Brotstück. In der Regel will das Kind etwas drauf haben, Zibde, Butter und so weiter. Das nennt man Idam und so weiter. Man isst etwas mit dem Brot und das, was man mit dem Brot isst, wird Idam genannt. Was gehört zum Idam des Propheten Muhammad, alayhi salatu wassalam? Zum Idam des Propheten Muhammad, alayhi salatu wassalam, gehörte Essig. Also er hat das Brot in Essig getupft und es zu sich genommen. Er sagte, Ni'mal Idamul Khal. Der Essig ist ein gutes Idam. Essig oder Olivenöl, das ist auch Akil, das ist auch Nahrung. Manch einer sagt, Ma'adna Shibil Bayt. Wir haben nichts zu Hause zu essen. Wenn man aber sein Lager aufmachen würde, dann würde man hier eine Hamsterkäufe sehen, die er gemacht hat. Olivenöl ist auch Nahrung, Gerstenbrot ist auch Nahrung. Begnügt euch mit wenigen, barakallahu fikum, das ist zu eurem Gunsten. Wenn ich sage, begnüge dich mit wenigem, was habe ich davon, außer die Hasanat, die ich für den Ratschlag bekomme? Ich habe dann nicht mehr Essen, was ich dir dann wegessen würde. Das ist zu deinem Gunsten. Unser geehrter Prophet Muhammad, alaihissalatu wassalam, aß wenig und mochte, dass die Gläubigen auch wenig essen. Wie gesagt, wenig essen ohne Schaden. Das heißt nicht, dass man jetzt magersüchtig werden sollte, wie einige denken. Klar. Isst nur so viel, wie dein Körper braucht. Nicht mehr. Unser geehrter Prophet Muhammad, alaihissalatu wassalam, nahm Olivenöl zu sich, rieb sich damit ein und sagte, Kulu Zayt waddahinu bihi fa'innahu min shajaratin mubarakah. Das bedeutet, esst Olivenöl und reibt euch damit ein, denn es stammt von einem gesegneten Baum. Je näher die Region, aus der das Olivenöl stammt, an Jerusalem liegt, desto besser, desto segensreicher, denn diese Region ist gesegnet. Denn dort lebten die meisten Propheten und erhielten dort die Offenbarung von Allah. Es wurde überliefert, dass unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Käse aß, als er in Tabuk war. Jibne yani. Er aß Käse, als er in Tabuk war, eine Region im heutigen Saudi-Arabien. Er verlangte nach einem Messer und schnitt den Käse und aß ihn.
sallallahu alaihi wasallam. Unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aß auch As-Sarid. Sarid ist eine Speise, bei der Brot in eine Brühe, Fleischbrühe oder Hühnerbrühe oder in Joghurt oder in Wasser gelegt wird, was man dann zu sich nimmt, dieses weiche Brot dann mit der Brühe oder mit dem Wasser oder mit dem Joghurt. Der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam mochte As-Sarid, weil As-Sarid leicht im Magen liegt, leicht verdaulich ist, mehr Nährstoffe enthält als andere Nahrungsmittel und kein Luxus ist. Gewöhnt euch ein bisschen den Luxus ab, liebe Brüder und Schwestern. Das ist zu eurem Gunsten. Ihr habt den Nutzen davon. Und auch eure Angehörigen, auch eure Kinder. Man muss nicht jeden Tag kochen und jeden Tag mehrere Gerichte kochen. Diese Angelegenheit sollten wir etwas reduzieren. Diese Angelegenheit, wenn wir sie reduzieren, dann haben wir den Nutzen davon. Wenn unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aß, aß er nie auf etwas Hochliegendem, sondern auf einer Unterlage, die zum Beispiel aus Leder bestand. Was sagen unsere Leute im Schamma? Aber aus Leder. Auf so etwas hat der Prophet Muhammad gegessen, sallallahu alaihi wasallam. Einmal wurden ihm Datteln gebracht. Und er war vom Hunger so geschwächt, aber ohne dass er sich damit geschadet hätte. Er war vom Hunger so geschwächt, dass er in die Hocke ging und aß. Also er ging in die Hocke und aß diese Datteln, die man ihm gebracht hat. Das bedeutet, sein Gesäß war auf dem Boden und er legte seine Füße aufrecht hin. Der Prophet alaihi salatu wassalam aß nie aufgestützt oder im Liegen. Der Prophet aß nicht wie diese Könige oder Hochmütigen das machen, sondern er aß bescheiden und demütig. Er aß nie aufgestützt oder im Liegen. Unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aß aus einer Schüssel und nicht aus einem Teller. Er aß mit drei Fingern, seinem Daumen, Zeige und Mittelfinger. Damit isst man auch weniger. Mit drei Fingern, nicht mit fünf Fingern wie bei Fuhlessen oder im Sabbaha. Da isst man mit fünf einige. Mit drei. Dadurch wird man weniger essen. Bevor er sich nach dem Essen die Hände wusch, hat er etwas gemacht, was nicht viele machen, was vielleicht bei einigen fremdartig ist, aber was eigentlich nicht fremdartig ist. Der Prophet alaihi salatu wassalam hat Folgendes gemacht. Bevor er sich nach dem Essen die Hände wusch, leckte er seine drei Finger ab. Zuerst den Mittelfinger, dann den Zeigefinger und dann den Daumen. Das ist etwas Gutes. Das ist nicht etwas Schlechtes oder etwas Ekliges. Vorsicht! Wir dürfen die Gewohnheiten des Propheten Muhammad alaihi salatu wassalam nicht schlecht heißen oder verachten oder geringschätzen oder beschimpfen. Wer eine Gewohnheit des Propheten kennt und sie geringschätzt oder verachtet oder sich darüber lustig macht oder beschimpft, der begeht Unglauben. Der fällt damit vom Islam ab. Vorsicht! Du musst das nicht machen, nach dem Essen die drei Finger ablecken, aber du darfst nicht sagen, das ist ekelhaft, was der Prophet gemacht hat. Möge Allah uns bewahren. Wer Unglauben begangen hat, der muss davon ablassen und das Glaubensbekenntnis aussprechen, um Muslim zu werden. Einige Leute fragen, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch das gemacht, was man heute Sport nennt, also seinen Körper bewegt und gelaufen und so weiter? Die Antwort ist, dass es nicht überliefert ist, dass der Prophet diese Dinge tat. Es wurde nicht überliefert, aber der Prophet alaihi salatu wassalam lief in Al-Madina auf eine Art und Weise, die gut für den Körper und gesund ist. Das wurde überliefert. Also der Prophet alaihi salatu wassalam hat darauf geachtet, dass sein Körper gesund blieb und dass er seinen Körper stärkte.
Der Körper unseres geehrten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war so beschaffen, dass er ihm half, geduldig zu sein und die Dinge des Lebens zu ertragen. Er schlief wenig. Schaut mal, es kann sein, dass die Nahrung die Dauer des erholsamen Schlafes beeinflusst. Manch einer sagt, ich kriege in der Nacht kein Auge zu. Ey, pack mal dein Handy weg. Leg mal dein Handy ins Wohnzimmer. Mach mal die sozialen Netzwerke aus. Hör Koran und schlaf ein. Wenn jemand sagt, aber das mache ich schon, dann kann es vielleicht an deinem Essverhalten liegen. Es kann sein, dass die Nahrung, die du zu dir nimmst, die Dauer des erholsamen Schlafes beeinflusst. Achtet darauf, barakallahu fikum. Wenn wir in der Nacht keine Erholung finden, wann dann? Mal tagsüber ein Problem nach dem anderen. Und ein Problem ist härter und schlimmer und größer als der andere. Achtet darauf, dass ihr versucht, in der Nacht zu schlafen. Nicht bis 2, 3 Uhr in der Nacht. Ohne, dass wir jetzt Werbung für einige soziale Netzwerke machen. Aber ihr versteht, was ich meine. Der Prophet Muhammad, alaihi salatu wassalam, wusste und hielt sich an das, was ihm half und ihn in seinem Aufruf stärkte. Er machte das, was ihm Kraft gab und was ihm half, in seinem Aufruf weiterhin tätig zu sein. Unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mochte den Duft. Also Trieb, Atur. Denn der Duft stärkt das Gehirn. Stärkt das Gehirn und erfreut das Herz. Wenn jemand fragt, wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getrunken? Er trank meistens im Sitzen und legte uns nahe, im Sitzen zu trinken. Allerdings hat er manchmal im Stehen gegessen und getrunken, um uns zu lehren, dass dies im Islam nicht verboten, sondern erlaubt ist. Wir dürfen nicht sagen, dass es verboten ist, im Stehen zu trinken, denn dafür gibt es keinen Beweis. Also ist es nicht verboten, im Stehen zu trinken. Aber der Prophet lehrte, dass man es besser unterlassen sollte. Er sagte, La yashrabanna ahadukum qa'iman. Niemand von euch sollte im Stehen trinken. Das bedeutet, es ist makruh und nicht haram. Wer im Sitzen trinkt und damit die Nachahmung des Propheten Muhammad beabsichtigt, der erhält dafür Hasanat. Wie schön doch die Gewohnheiten sind, die unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beim Essen und Trinken hatte und in anderen Lebensbereichen hatte. Wenn er aß, aß er Happen, die man hätte zählen können. Die man hätte zählen können. Wenn wir aber unser Essen und Trinken betrachten würden, würden wir Dutzende, vielleicht Hunderte von Gerichte aufzählen. Jeder von uns, und ich bin der Erste, soll sich selbst betrachten und sehen, ob er unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachahmt oder nicht. Allah sagt: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Das bedeutet, ihr habt in dem Gesandten von Allah ein gutes Vorbild für jeden, der Allah und den Tag des jüngsten Gerichts fürchtet und auf den Lohn von Allah im Jenseits hofft und oft Allah erwähnt. Erstmal bis hierhin, inshallah. Danke, dass ihr dabei wart. Inshallah treffen wir uns am Dienstag wieder. Passt auf euch auf. Bis dahin, inshallah. Wa subhanallahi wa bihamdihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.